Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Auch wenn wir uns nicht an einem Ort befinden und nicht zur gleichen Zeit das sehen, sei Gott doch da. Er fordert uns heraus und er bestärkt uns. Er kann Angst machen, aber auch Mut. Dieser Gott sei über Raum und Zeit in diesem Gottesdienst bei allen, die ihn mitfeiern. Wenn Sie die Lieder mitsingen möchten, lade ich Sie herzlich ein, in Ihrem Gesangbuch die Liednummern 391, Jesu geh voran, 385, mir nach und 614, lass uns in deinem Namen, Herr, aufzuschlagen. Wir hören die Schriftlesung aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Verse 1 bis 13. Paulus schreibt dort: Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte den Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn abkommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du hast dein Leben dahingegeben für das Leben der Welt. Wir bitten dich, nimm uns hinein in dein Geheimnis, dass nur der das Leben findet, der sich hingibt. So werden wir Freude und Erfüllung finden, denn du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Amen. Jesu, geh voran. Lassen Sie uns singen, Lied 391, die Strophen 1 bis 4.
und hatte auch durchaus seine eigene Meinung. Damit hatte er sich so manches Mal schon den Mund verbrannt. Besonders schlimm war ihm ein Ereignis damals mit Jesus im Kopf geblieben. Aber er hatte auch wirklich nicht ertragen können, was Jesus da sagte. Das konnte er so nicht stehen lassen. Da hatte Jesus ihn doch gerade gefragt, für was wen ihn die Menschen halten und für wen ihn die Jünger halten. Und Petrus hatte ihm für sich selbst geantwortet, dass Jesus der Messias ist. Der lang erwartete Erlöser. Der Nachfahre Davids, der das Königreich wieder aufrichten wird und stark machen. Er wird die Mächte, die sie immer wieder erobert haben, aus dem Land schmeißen, jetzt halt die Römer. Sie wären wieder Herren im eigenen Land. Jesus würde die Wende bringen. Das alles implizierte doch dieses Wort Messias. Und was hat Jesus dazu gesagt? Wir finden die Erzählung im Markus Evangelium im 8. Kapitel. Jesus antwortete Paulus: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Da musste Petrus einfach widersprechen. Er hat Jesus extra zur Seite genommen. Die Ältesten, die Schriftgelehrten, die Hohenpriester, die sollten so gewinnen, auf diese Art, nur weil sie einfach nicht sehen wollten, dass Jesus der Messias ist, das konnte einfach nicht sein. Das konnte Petrus nicht durchgehen lassen. Aber wie reagierte Jesus darauf, dass Petrus das so nicht wollte? Er sprach, beziehungsweise er wandte sich um zu seinen Jüngern und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Als Satan beschimpfte Jesus Petrus. Das hat wehgetan. Viel schlimmer ging es ja nun nicht. Und wie macht Jesus weiter? Dann wendet er sich an alle und sagt ihnen, was sie tun sollen. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es, dem Menschen die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in die Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Um Jesu willen sein Leben verlieren, als Petrus das damals hörte, war er sich noch sicher, das würde er tun. Er würde für Jesus sterben. Er war überzeugt. Immer noch schießt ihm die Schamröte ins Gesicht, wenn er daran denkt, denn es dauerte ja gar nicht lange, da würde er verleugnen, dass er Jesus überhaupt kennt. Aus lauter Angst, sonst selbst in die Fänge derjenigen zu geraten, die Jesus foltern und am Ende töten. Jetzt war ein wenig Zeit vergangen. Es war fast nicht zu glauben, wie wenig eigentlich erst. Die Welt hatte sich so sehr verändert für Petrus. Jetzt erzählt er selber von Jesus und von Gott. War derjenige, der Menschen erzählte, was sie wissen sollten über Jesus, der auferstanden war, und Gott, den Vater aller. Das eigene Leben um Jesu willen verlieren. Da dachte er jetzt nicht mehr nur an Tod, sondern auch daran, wie das im Leben ginge. Das tun, was Gott und was Jesus wollen, in deren Sinne handeln, in Gottes Sinne leben. Nicht das eigene Wünschen und Wollen vorziehen, sondern das, was Gott wünscht. Wenn er sich in der eigenen Gemeinde so umschaut, dann findet er, viele sehen das ähnlich wie er. Aber er sieht auch, manche sind recht gut da drin, andere nicht, und selbst die, das
Von außen betrachtet, ganz toll hinbekommen, immer schaffen sie es auch nicht, ihr Leben nur an Gott auszurichten oder ganz allein an ihn. Geht das nur den anderen so oder auch ihm selbst? Wenn er ehrlich ist, er schafft es auch nicht immer. Seine Verleugnung Jesu damals spricht ja eine recht deutliche Sprache, dass er sich auch an seine eigene Nase fassen muss. Da hat er auch an sein Leben gedacht. Nicht an Jesus, nicht an Gott, daran, dass er überleben möchte und keine Schmerzen, einer Folter oder Ähnliches erleiden. Bestimmt verständlich, aber nicht so perfekt, wie Jesus das gefordert hat. Ganz abgesehen davon, es wird ja noch komplizierter. Gerade jetzt schwelt in der Gemeinde ein Streit, der gar nicht so neu ist. Immer mal wieder kommt irgendetwas auf zwischen denen, die Christen wurden und vorher Juden waren, und denen, die mit der jüdischen Religion gar nichts am Hut hatten. Wie ist es richtig zu leben? Was ist Gottes Wille? Diese beiden Gruppen sind sich da besonders oft nicht einig. Heißt es, auf jedes Detail der Tora, die Christen später Altes Testament nennen, werden achten, so wie die Pharisäer es tun, genauestens ausgearbeitet, haarklein erklärt? Oder ist es mit Jesus nicht mehr das Entscheidende? Jesus hat einmal gesagt, er will kein Jota ändern. Das spricht dazu für die Ausarbeitung, die Pharisäer schon mal vorgenommen haben, genauestens einzuhalten. Aber er hat doch auch gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat, und liebe deinen Nächsten wie sich selbst und liebe Gott. Oder umgekehrt, gibt Petrus hier zu. Und da ist alles aufgehoben. Ja. Wie nun? Was ist richtig? Einigkeit ist gar nicht so einfach zu erlangen, und was nun wirklich Gottes Wille ist, man streitet sich eben. Also grübelt Petrus so zusammenfassend nun vor sich hin. Erstens sieht er und andere schaffen es gar nicht, selbst wo sie sich sicher sind, was richtig wäre, immer ganz das zu tun, wie Jesus das beschrieben hat. Und dann wissen sie manchmal nicht mal, was das sein soll. Da bleibt wohl nur die Hoffnung, dass die Liebe Jesu und Gottes und seine Vergebung noch stärker sind. Wenn er sich an die Auseinandersetzung um Jesu Tod damals erinnert und sein Sterben und die folgenden Worte, hat Petrus manchmal Angst, was da kommen wird. Als Satan beschimpft zu werden, ist schwer gefallen. Und macht Angst, wo wird er landen nach seinem Tod? Aber Jesus war ja auch ganz anders. Er kannte ihn und auch die anderen Jünger schließlich ganz genau, wusste, wo ihre Unzulänglichkeiten sind, wo sie es eben nicht schaffen, so zu leben, wie er es in diesen Worten beschrieben hat. Wusste, wofür sie sich alles schämen. Trotzdem hat er sie um sich herum aufgenommen. Sie haben sich immer wohl gefühlt. Sie haben sich geliebt gefühlt. Bei Jesus sein, das war richtig, das war ihr Ort, da wollten sie sein und bleiben, ihm folgen, wo immerhin er auch hinging, und sie waren viel unterwegs. Diese liebevolle Art, das Willkommen heißen, obwohl klar ist, verdient, der vollkommene Mensch bist du nicht, trotzdem bist du hier willkommen. Dieses Gefühl, angekommen zu sein, das hofft Petrus, wird er wieder erfahren, wenn es einmal soweit ist. Manchmal hofft er eben, dass es wieder so wird wie damals, als er mit Jesus durchs Land gezogen ist, sich so gut gefühlt hat wie damals, wenn er irgendwann stirbt. Sei es doch so bei Jesus im Himmelreich, wie es hier auf Erden war, als er da war. Er hat doch gesagt, mit ihm beginnt schon Gottes Reich. So wird es wohl kommen, so soll es sich anfühlen. Das ist die Hoffnung, die Petrus nun wirklich nicht aufgeben will. Liebe Gemeinde, uns ist heute überliefert, Petrus,
und sterben für Christus, für seinen Glauben. Und doch hat uns die Bibel auch überliefert, er war nicht der perfekte Mensch. Davon ist etwas in die Bibel gekommen, das hätte nicht sein müssen. Ich finde das sehr erleichternd. Ich bin dafür sehr dankbar, dass beide Seiten des Petrus darin stehen. Denn es ist für mich eine Hilfe, dass diese Maximalforderung Jesu selbst von diesem Menschen, der ihm so nah stand, nicht einzuhalten war. Und dass Jesus ihn trotzdem nicht aufgegeben hat. Es macht mir Hoffnung, wenn ich spüre, ich schaffe es auch nicht. Wenn Petrus es nicht geschafft hat, dann dürfte doch die Vergebung auch bis zu mir reichen. Denn dann ist es ja nicht zu schaffen. Die Vergebung, die Liebe Jesu, die Liebe von mir, der wir in der Lesung gehört haben, die stärker ist als alles andere. Die Hoffnung ist, dass sie stärker ist als das eigene nicht schaffen und versagen, als die Forderungen, denen ich nicht schaffe, nachzukommen, als der Zorn Gottes, dass seine Liebe, seine Vergebung und sein Wille zu vergeben stärker sind. Und darum bitte ich dich, Gott, hilf mir, hilf uns, nach deinem Willen zu leben und vergib, wo der Blick auf mich selbst den Blick auf dich verstellt, wo ich statt an deinen Willen an meine Wünsche denke. Vergib auch, wo ich deinen Willen falsch interpretiere. Lass deine Liebe und deine Vergebung stärker sein als dein Zorn. Vergib uns, schenk uns deine Liebe und deine Gegenwart. Amen. Mir nach, Lied 385, die Strophen 1 bis 2 und 4. Hilf
uns kämpfen gegen Unrecht und Lüge, bei uns und unter unserer Umwelt. Hilf uns Liebe üben, in der Hoffnung, dass sie alles Böse überwindet. Jesus, Gottes Sohn, du bist gehorsam und frei, frei und gehorsam den Weg gegangen, den uns der Vater gewiesen hat. Wir möchten dir folgen. Wir bitten, gib uns, was wir dazu brauchen. Du hast geredet, wie kein anderer redet. Im gesprochenen Wort, im Gespräch kommst du uns nah. Löse uns die Zunge, wenn wir aus Furcht und Stolz verstummen. Wecke Worte in uns, die befreien und heilen. Du hast Ungewohntes, Unerwartetes getan, um Menschen zu helfen. Und dich, wenn nötig, über Vorgegebenes hinweggesetzt. Wir wissen, das wird auch von uns erwartet. Gib uns den Mut und die Hoffnung, die wir dazu brauchen. Du hast uns Menschen nicht dies und das gegeben, sondern dich selbst. Du hast dich verschenkt. Warum hängen wir so an unserem Eigentum, an unseren Rechten? Hilf uns verzichten und teilen. Hilf uns gerecht sein. Du hast für Verbrechen gelitten, die du nicht begangen hast, um uns noch im Sterben Gottes Güte zu zeigen. Du kannst uns vom Drang zur Vergeltung befreien. Und wir werden vergeben, wie uns vergeben ist. Wir bitten dich, hilf uns dazu. Der Weg, den du gegangen bist, Jesus, soll unser Weg sein. Dein Geist soll uns treiben, dass wir ihn gehen zur Freude des Vaters. In der Nacht zeigt er uns an, dass es Tag wird. Und in der Stille bringen wir für dich, Gott, was uns jetzt bewegt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns in deinem Namen, Herr, Lied 614, die Strophen 1 bis 4.
hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. So geht mit dem Segen des Herrn.